Endeffekt nur ein Spiel und man darf halt nicht sauer sein. Es klingt wirklich zu schön, um wahr zu sein aus ihrem Munde. Mir kommt es so vor, als wäre es ein Märchen. Leider konnte sie sich irgendwie nicht zusammenreißen und ist emotional ausgerastet, die Christina. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Lidl-YouTuber. Ich bin's Tana und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht nämlich weiter mit Folge 5 und 6 von The 50. Ihr könnt euch The 50 bei Amazon Prime anschauen. In ein paar Stunden kommen wahrscheinlich die weiteren 4 Folgen und ich sitze hier bei Folge 5 und 6. Allerdings macht es mir wirklich richtig großen Spaß, dieses Format zu kommentieren. Ich merke auch, ihr seid richtig heiß drauf. Heute werde ich nicht wirklich auf Christinas Desaster eingehen, denn dieser körperliche Angriff, den habe ich schon in 2 Videos thematisiert. Ins Detail bin ich gegangen. Diesmal reden wir so ein bisschen über die Manipulationstaktiken von Serkan Yavuz, der schon bekannt ist, dass er den Menschen ins Gesicht lacht, wie er das gerne sagt, und dann das Messer in den Rücken rammt von den Leuten. Also der tut immer einen auf gut Freund und hintenrum, ja, schießt er halt das Tor, meine Lieben. Wie ihr auf Insta mitbekommen habt, habe ich einen Insta-Post veröffentlicht von einem Zuschauer, der unter meinen Kommentaren geschrieben hat, dass ich mal bitte aufhören solle, Mimimi zu machen. Also auf Mimimi bezogen war, dass ich halt sehr, sehr oft über meine Oma rede, über meine Trauer und über Mr. Käse spreche, der mich ja angegriffen hat und bis dato sich überhaupt nicht entschuldigt hat. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt pietätlos, es ist unempathisch, einfach eine eklige Aussage, die diese Zuschauerin dort gepostet hat. Ich weiß nicht, wie gefühlskalt und ja, eiskalt Menschen sein können, um so einen Post irgendwie abzusenden. Ich kann es nicht verstehen, aber wenn man auf Social Media aktiv ist, dann sind nicht nur Leute da, die dich toll finden oder dich befürworten, sondern auch viele, die dagegen hetzen und total gefühlskalt auf bestimmte Sachen reagieren. Es ist einfach traurig. Also mir tut die Person leid, die sowas nicht fühlen kann. Da fehlen einem wirklich einfach die Worte. Aber ich danke euch natürlich, meine lieben Lidl-YouTuber, dass ihr hinter mir steht. Viele haben mir auch geschrieben, von wegen Tana, scheiß drauf, achte nicht drauf. Aber es macht schon was mit einem, denn man denkt immer, dass es andere Leute irgendwie verstehen würden und dass man auf Rücksicht stoßen würde. Das ist leider nicht so der Fall, aber gestern habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt. Heute ist das so ein Passé. Deswegen danke ich euch, meine Lieben, denn ihr nehmt teil und an meiner Trauer und ihr seid irgendwie immer präsent, ne, wenn es mir so schlecht geht. Das tut mir wirklich sehr, sehr gut, sonst würde ich das nicht so darüber reden. Und ich kriege ja auch sehr, sehr viel von euch mit, was ihr so erlebt habt, dass ihr auch einen lieben Menschen verloren habt und wie ihr euch fühlt. Also es ist halt geteiltes Leid. Ne? Es tut mir einfach total gut. Ich danke euch sehr nochmals. So, jetzt machen wir aber weiter mit The 50, Folge 5 und 6. Falls du natürlich noch auf meinem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, die Glocke aktivieren auf jeden Fall. Und ihr könnt euch natürlich The 50 auf Amazon Prime anschauen. Wenn ihr ein Abo da lässt auf Amazon, habt ihr Prime mit drin und es gibt einige Filme, die ihr euch anschauen könnt, einige Serien. Es gibt aber auch Filme, die entgeltlich sind. Also da müsst ihr immer gucken, ne? Ihr könnt mir natürlich auf Insta und TikTok folgen. Und jetzt geht's wie immer los. Was, wie redest du? Was bist du frech da hinten auf der Ecke? Wie redest du? Jasmin, aber ich verliebe mich nicht dreimal die Woche in irgendwen. Also, was redest du? Geh rein zum Essen, Mann. Ich kenne ihn ja. Wenn er sich ertappt fühlt, dann wird er sauer. Dann ist er wie so ein kleines Kind. So, Kann das sein, dass Paulina immer noch eifersüchtig ist? Dass sie versucht irgendwie, obwohl sie mit Tommy abhängt, ne? Und eigentlich ja, man merkt ja, dass sie irgendwas da im Busch ist. Aktuell sind sie ja zusammen.
Die haben sich ja, glaube ich, kennengelernt bei Germany Shore. Aber irgendwie passt es der Paulina nicht, dass der Yassin was mit der Jenny hat. Warum mischst du dich in meine Sachen ein? Junge, ich rede hier ganz normal am Gespräch. Nein, bist du nicht. Misch ich mich bei euch beiden ein? Nein, warte mal. Die verstehen sich schon. Aber natürlich ist es merkwürdig. Guck mal. Ja, also Cosimo hat das Herz auf der Zunge. Er sagt, es ist ein bisschen merkwürdig, dass er was mit der Jenny anfängt. Aber, ich meine, wir kennen Yassin. Yassin ist famegeil, möchte Reichweite. Das hatte ich euch ja schon gesagt. Der hängt sich jetzt an Jenny. Und Jenny hat ihren Spaß. Ich gönne ihr das. Sie meint ja auch selbst von wegen, dass sie in der Menopause steckt und dass sie irgendwie Frühlingsgefühle hat. Also ich gönne ihr das auf jeden Fall. Das haben wir auch bei Demi Moore gesehen, bei Ashton Kutcher, wo dann die Frau älter ist und der Mann jünger. Also ich finde, wo die Liebe hinfällt. Ne? Aber bitte, jetzt mit einer Frau, die wirklich so alt ist wie meine Mutter und die Arme, denkt dann wahrscheinlich noch, dass er das ernst meint. Alleine die Arme. Ja, vielleicht meint er das ja ernst. Was ist denn los mit dir? Wie ich dich schon eben gerade gesagt habe, es gibt bei der Liebe kein Alter. Ich kenne sehr, sehr viele Paare, die einen Jahresunterschied von 20 Jahren haben oder auch 25. Also, wovon sprechen wir hier? Wir hatten doch einen Plan, dass wir die Gruppe zerstören. Und die zerstören sich ja gerade alle gegenseitig. Ja, das ist doch geil. Lass laufen. Lass laufen und nie mehr zurückgucken. Unsere beiden Ladies hier, Jenny und Dani. Yassin ist die Art Fliegenfänger, diese komischen klebrigen, die so ein bisschen eklig sind, wenn man so dran hängen bleibt. Die einfach alles, Flusen, Haare, effektiv, aber ein bisschen eklig. Also ich finde, deine Äußerungen sind sehr, sehr eklig. Also Yassin wäre wahrscheinlich verletzt, wenn er sich das später anschaut und sieht. Oder auch Jenny. Das ist nicht cool, was du hier machst. Und unten steht da, habt ihr das gelesen, Meisterin der Metaphern. Ich finde das so lustig, was der Löwe immer sagt und was da unten rechts immer steht. Also ich kann das nicht verstehen. Ich bin ja auch älter, aber das geht doch nicht. Das kann doch. Ich kriege einen Milcheinschuss, wenn ich diese jungen Typen sehe. Und unten rechts steht, sie ist ready for Rente. Oh mein Gott. Jenny will noch nicht in die Rente. Sie fühlt sich jung, sie hat Frühlingsgefühle. Gönnt ihr das doch, Mensch. Alleine sie kriegt einen Milcheinschuss, wenn sie Yassin sieht. Nee, da bin ich raus. Ich brauche jemanden, der mir überlegen nicht ist und nicht unterlegen. Ich kann es ja nicht mal ernst nehmen. Ich dachte immer, die machen Faxen oder so, aber nee. Irgendwie... Ja, hier sitzen unsere Gossip-Tanten natürlich und reden erstmal über Jenny und Yassin. Das ist ja nicht Schatz, ich konnte in ihre Mimunika fast reingucken. Ja, das sind Trockenübungen, die hier schon stattfinden. Auf meinem Bett. Und bei dir da unten auch ein bisschen. Vielleicht haben sie da was hinterlassen. Ja, ein bisschen was Klebriges. Kannst du dir gerne abholen in deinem Bett. Satan würde ich auch auf gar keinen Fall raushaben wollen. Ich glaube, einige haben Angst vor Serkans Rache. Und Paulina sitzt jetzt mit Yassin und tut auf gut Freund wieder. Dabei hat sie eben über ihn richtig hergezogen. Ich verstehe diese Reality-Welt irgendwie nicht. Und Paulina ist ja in sehr, sehr vielen Allianzen mit drin und spielt eigentlich auf der Seite von den Jungs, aber verarscht irgendwie die Frauen. Rein strategisch müsste ich Jenny nehmen, weil sie wenigstens gefährlich ist und weil sie auch noch eine andere Gruppe hinter sich hat. Bin ich doof, Yassin. Ich weiß schon, dass du da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hast. Das ist rein strategisch schlau, was du tust. Absolut. Und er gibt das wirklich zu, ne? Also klar, er findet die cool, er hat was mit ihr, aber rein strategisch ist er Jenny mit Julia Siegel und mit Dani befreundet. Dadurch ist er natürlich der Yassin jedes Mal gesaved. Magst du ihn wirklich, Bertus? Ja. Das ist wirklich cool. Ja, aber du willst sie doch nicht draußen auf Ernst kennenlernen. Warum nicht? Klar könnte ich jetzt zu Jenny hingehen und sagen, du, Jenny genießt die Zeit mit ihm und ich kann das auch voll verstehen. Und das ist nichts gegen dich, aber das macht er mit jeder Frau. Naja, wenn er das mit dir gemacht hat, heißt es eigentlich, dass er das mit jeder Frau macht. Ich meine, ich verstehe sie, sie ist eifersüchtig auf Jenny, weil sie ja älter ist. Und dann denkt natürlich Paulina so, oh, ich bin jünger und warum nimmt er mich nicht? Oder wieso findet er mich nicht attraktiv? Deswegen passt es auch ganz gut, was da unten rechts steht. Gewählt zur Missgunst 2024, die Paulina. Ich gratuliere. Bestimmt kommen Spiele, Rennen, Klettern, in die Luft klettern oder so wie Papagallo, so Vogel, italienische Vogel, Papagallo, bis in die Luft so. War doch klar, dass du sowas sagen würdest. Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Nein!
So, das sieht ein bisschen aus wie die Reise nach Jerusalem. Wie machen wir das am besten? Ich schub safe weg, mir ist egal, ich schub safe weg, mir ist so egal. Ja. Mir ist scheißegal. Schön Körperkontakt, gell? Ich glaube, er hat den Begriff Gentleman noch nie gehört. Also es ist wirklich richtig eklig, was er da gerade gesagt hat. Schau mal, eine von uns Frauen muss immer sitzen können. Es ist ganz wichtig, dass die Frauen den Joker kriegen, ganz egal welche Frau. Eine Frau braucht den Bus. Am besten ich. Sie ist irgendwie der Kopf der Frauen, ist gut befreundet mit Jenny, ist gut befreundet mit Dani und sie spielt auch überall mit, hat überall ihre Finger drin. Und später wird das nämlich zum Verhängnis, denn nicht nur sie denkt so, sondern auch der Serkan. Und er sieht wahrscheinlich einen Konkurrenten in ihr. In diesem Spiel wird es heute zum ersten Mal keine Verlierer geben. Das Spiel geht in Runden so lange weiter, bis nur noch ein Spieler übrig bleibt. Dieser gewinnt den weißen Joker. Dieser Joker ist nur einmal gültig. So, hier geht es um ein Joker-Spiel. Denn dieser weiße Joker bringt den Verlierer wieder auf die Gewinnerseite. Aber das Nachteil, sie muss... Oder er muss sich eintauschen mit dem Gewinner. Also der Gewinner kommt dann auf die Verliererseite. Das ist schon so ein bisschen hart, ne? Ich bin gespannt, wie die Reise nach Jerusalem sein wird hier. Erhebet euch, ihr Narren! So, ihr Marionetten, lasset uns die Schlacht um den weißen Joker beginnen. Ich find's immer so geil, was er da sagt, ne? Er beschimpft sie regelrecht. Ihr Narren, ihr Marionetten. Mach es sauber, Alter! Digga! Ich bin direkt hinter dir die ganze Zeit! Ich bin direkt hinter dir die ganze Zeit! So sieht das auch aus. Der Marius ist den irgendwie ein Dorn im Auge, weil er zu langsam ist oder jedes Mal sich aufstellt vor einem Stuhl. Denn später gibt es noch mal ein bisschen Probleme zwischen Serkan und Marius. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Wenn ich etwas sehe, was nicht stimmt und ich dann einen Nachteil davon habe, um zu gewinnen und mir das den Weg erschwert. Okay, bin mal gespannt. Was noch? Dann werde ich sauer, dann werde ich auch richtig aggressiv und dann werde ich auch laut. Ich schwöre, ich spiele nicht mehr fair. Wann hast du denn schon mal fair gespielt? Also du spielst manipulativ und rammst den Leuten Messer in den Rücken. Das hast du doch selbst. Selbst Anna läuft nicht, Alter. Die geht so. Ich schwöre, das fuckt mich ab, Alter. Ich schwöre dir, ich werde nur so rumlaufen. Also, du läufst doch schon die ganze Zeit so. Mir kommt es so vor, als hättest du die Ellenbogengesellschaft entwickelt. Und der Brutus, der wäre richtig stolz auf dich. Ich steck meinen Vordermann die ganze Zeit halb im Arsch. Was soll ich machen? Ja, ich steck auch jetzt dann später im Arsch beim nächsten Spiel. Und so sehen halt schlechte Verlierer aus. Komm, Cecilia! Ey, du musst hinter mir bleiben. Ich bin schwindelig. Ey, willst du so schwindelig, ne? Leute, nicht so schnell. Du, das dreht sich alles. Boah, krass. Okay, ich glaube, das war ihm einfach zu viel, ne? Er hat hyperventiliert, glaube ich. Und dann kam auch schon der Sanitäter, hat sich das Ganze angeschaut. Er musste, glaube ich, eigentlich abbrechen. Aber er hat sich gut gefühlt und hat einfach weitergemacht. Wenn du nicht mehr kannst, dann geh raus. Weißt du, was ich meine? Marius ist der Inbegriff von Show. Er lässt sich dann am Boden fallen und sein Gewicht steht ihm immer im Weg. Und er ist immer der arme Junge, der jetzt quasi im Nachteil ist. Geh raus, Diggi, Alter. Du hast nicht verdient, den Joker zu gewinnen. Das grenzt wirklich an Mobbing. Nur weil er irgendwie jetzt nicht weitergekommen ist, ausgeschieden ist, passt ihm das überhaupt nicht. Deswegen versucht er ihn halt irgendwie fertig zu machen. Also er ist wirklich ein krass schlechter Verlierer, der Serkan. Wahnsinn, also mir dreht sich alles komplett. Es geht nicht schneller. Cool, Cecilia. Also habe ich ihr wirklich gegönnt. Finde ich toll, dass sie das geschafft hat. Ich bin so und wenn ich dann sauer bin, dann lasse ich das auch raus und dann lasse ich es auch denjenigen spüren, der einen Fehler macht. Vielleicht war das kein Fehler oder vielleicht ist es kein Fehler. Es ist ein Spiel. Es passt dir einfach nicht, dass du raus bist und dass Marius dich rausgekickt hat. Ich bin vor dir rausgeflogen. So, vielleicht bin ich aber auch wegen dir irgendwo rausgeflogen, weißt du? So. Es ist mir auch dann wirklich unangenehm, wenn ich so unfair gespielt habe. Du hast dich unfair gespielt. Serkan versteht das nur nicht. Und er kann die Leute benutzen als Marionetten oder Lemmings. Nein. Und das passt ihm halt überhaupt nicht. So, das war jetzt zu viel für Marius. Deswegen macht er erstmal Bubu.
Sie ist ein starker Konkurrent, verlierst im Halbfinale einfach absichtlich. Und dann holst du den krassesten raus. Und dann holst du, deswegen, das muss so clever eingesetzt werden. Ja, und Serkan versucht halt jetzt Cecilia in den Arsch zu kriechen, weil sie den Joker hat. Und gibt ihr irgendwelche Tipps. Cecilia ist schlau genug und weiß ganz genau, wie sie den Joker einzusetzen hat. Einer von uns. Ja. Tommy und ich sind sehr eng, wir sprechen uns sehr viel ab. Ich erzähle denen, was bei den Mädels gesprochen wird. Ich bin aber auch bei den Jungs trotzdem mit in der Allianz drin. Und sie spielt so ein bisschen auch wie Serkan. Du musst aufpassen, dass die Frauen nicht denken, dass du nicht auf ihrer Seite bist. Nee, deswegen sag ich das. Ja, du musst aufpassen. Man muss hier wirklich richtig abgewichst spielen, emotionslos. Habt ihr selbst gehört, ne? Also, sie denkt, sie wäre der Fuchs. Alleine abgewichst spielen. Was sind das für Ausdrücke? Also gut, ich hätte ja auch nichts anderes von Pauline erwartet. Und im Notfall einfach jeden manipulieren. Und das kann sie halt sehr, sehr gut. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Temptation Island wissen wir. Wir wissen auch Ex on the Beach. Sie kann auf Knopfdruck weinen. Achso, wirklich wie geschaffen fürs Reality-Fernsehen. An alle meine Spieler. Auf mein Zeichen habt ihr 5 Minuten Zeit, eine Menschenkette zu bilden. Verwendet alles, was euch helfen kann, die Kette zu verlängern. So, das nächste Spiel steht an. 2 Hasen, der eine steht draußen, der eine steht hinter dem Haus, glaube ich. Und die müssen eine Menschenkette bilden. Allerdings mit ihren Körpern können sie halt keine Menschenkette von einem Hasen zum anderen schaffen. Deswegen dürfen sie halt auch Klamotten benutzen und alle anderen Sachen. Lampen oder etc. Und mal gucken, ob sie das überhaupt schaffen. An alle meine Spieler. Alle Spieler mussten Teil dieser Kette sein. Ehren Manrius hat nicht mitgespielt. Euer Jackpot sinkt um 4.000 Euro. Ui, jetzt sinkt deren Gewinn von 57.000 auf 53.000, nur weil Marius kurz mal Bubu gemacht hat. Aber warum weckt ihr ihn denn nicht? Gibt es da keine Lautsprecher in seinem Zimmer, dass er zum Spiel kommen muss? Ich glaube, der kann nichts dafür, das ist ein großes Kind. Und bitte schaut nach seinem Ausweis, ob da wirklich 24 draufsteht. Und Dani meint das wirklich ernst, ne? Schaut bitte, ob der nicht unter 16 ist oder unter 18. Hättest du einfach nur anfassen müssen. Nur, mir hätte gar nicht gefehlt. Ja, ja, habt ihr recht, was soll ich sagen? Wir hätten natürlich drauf schauen müssen, ey, sind alle da? Ist natürlich auch ein Fehler von uns. Ja, hätte, hätte, Menschenkette, Vanessa. Aber klar, da gibt es eine Eigenverantwortung. Im Reality-Business ist es auch der Fall, dass man eigentlich mittags gar nicht schlafen darf. Und das wundert mich hier so ein bisschen. Aber man hätte ihn natürlich wecken können. Es ist jetzt passiert, du hast es angenommen, du weißt es jetzt und fertig aus. Weißt ja, du? Ist ja gut, wirklich. So. Aber ich habe auch einfach gerade keinen Bock mehr auf das Thema. Also. Ja, ist ja okay. Ich kann es auch verstehen, er hat jetzt einen Fehler gemacht. Er sagt auch, dass das ein Fehler ist von ihm. Er entschuldigt sich auch, aber wirklich, da sind ganz über 30 Leute und jeder ist am Meckern. Da hatte ich auch keine Lust drauf. Ich hätte natürlich diesen Fehler nicht gemacht und wäre immer auf der Hut. Aber ja, so ist das manchmal. Manchmal macht man Fehler, um daraus zu lernen. Aber den Marius hat es wirklich richtig getroffen, weil er wirklich geweint hat. Ich liebe ja sowas, wenn die Leute denken, man ist so fein mit allem und dann kommt das Messer. Und das ist Serkans wahrer Charakter. Manipulativ, ne? Also anders kann man ihn auch nicht beschreiben. Und ich finde, vom Format zu Format wird es schlimmer. Sei mal bitte so gut. Lass mich auch bitte kurz alleine. Ja, bitte, bitte. Aber ich will nur wissen, dann kommst du mir. Ja, mach ich jetzt nicht. Aber bitte, direkt, bitte, auch gar nicht mehr reden. Bitte. Ja? Wirklich. Aber das macht dir nicht so wirklich, viel wirklich, Kopf. Wirklich, wirklich, bitte. Vielen Dank. Und weil natürlich die Kameras da stehen und Marius braucht Hilfe, geht natürlich Sam hin und denkt so, für Reichweite mache ich das doch, ich gehe mal schnell hin. Schatzi, ich bin immer da für dich, ja? So, ihr Nasen, ab vor die Hasen. Und zwar in einer Reihe. Auf mein Kommando zieht ihr der Reihe nach je einen Strohhalm aus dem Löwenkopf. So, es steht auch ein neues Glücksspiel an, Strohhalme ziehen. Wer kurze Strohhalme zieht, muss auf die linke Seite, der ist dein Jäger. Wer lange Strohhalme zieht, muss auf die rechte Seite, ist dann der Gejagte. Wenn der DJ in die Tasten haut, könnt ihr euch frei im schwarzen Quadrat bewegen. Stoppt die Musik, bleibt ihr sofort stehen. Und dann fängt auch schon
das Spiel an. Der Jäger bekommt seine Augen gebunden. Der Gejagte steht im Quadrat und muss dann stehen bleiben, wenn die Musik stoppt. Der Jäger muss dann einen Gejagten sich schnappen, der stehen geblieben ist, und erraten, wer er ist oder wer sie ist. Nur dann gewinnt der Jäger. Was wird das, Schlammcatchen für Anfänger? Cecilia. Theresia, ich sage dir, ne? Ich sage dir eine Sache. Ey, ohne Witz, das war dumm. Also Cecilia regt sich hier richtig auf, weil sich Theresia, glaube ich, ein paar Mal immer entschuldigt hat. Und Julia Siegel war ja die Jägerin, sie hat es mitgekriegt. Aber sie hat dann Cecilia natürlich gepackt und am Haar auch. Wusste ganz genau so aufgrund ihrer Haare, dass es halt Cecilia ist. Meine Taktik war, dass ich irgendwie versuche, immer hinter anderen zu bleiben, weil dann sollen die erst die nehmen. Und das passt gut zu dir, glaube ich, dass du die Menschen als Schutzschild benutzt. Christina! Und Jenny hat auch Glück gehabt. Sie hat nämlich gefühlt, dass es Christina ist. Die holen mich rein. Mach mir da keine Sorgen. Und hier fängt das schon an. Christina ist sich sicher, dass sie wieder zurückkommt. Und Cecilia antwortet darauf überhaupt gar nicht. Carina. Yasin. Paulina? Fuck! Oh Gott, es tut mir so leid, Matthias. Und die Jäger waren wirklich gut, ne? Außer der hier nicht. Dani? Gott sei Dank! Deine Ex! Das war, ich denk mir auch so, dein Arsch musst du erkennen. Das ist Tobis Ex-Freundin. Und er konnte nicht fühlen am Po, dass sie es ist. Aber gut, zwischendurch hatte er total viele andere wahrscheinlich. Deswegen, wie soll er auch drauf kommen? Janine. Oh, lecco mio. Und zum zweiten Mal wurde dann Janine ertappt und muss auf die Verliererseite. Ich kann heute keine Frau wählen. Das geht nicht. Hier stehen zu viele Frauen. Sorry. Danke für das schöne Gespräch. Scheiße, sie musste halt jemanden wählen, weil sie auf der Verliererseite war und sie durfte halt ihr Joker einsetzen. Deswegen hat sie dann den Nico gewählt. Ja, so ist das Spiel halt. Man muss es sportlich sehen. Es ist im Endeffekt nur ein Spiel und man darf halt nicht sauer sein. Hab ich euch nicht gesagt? Das sagt auch Christina, aber sie hält sich nicht dran. Liebstes niederes Geschmeiß, ich gratuliere zum Sieg. Niederes Geschmeiß. Jetzt sind sie dran. Sie können, glaube ich, 8 sind raus und 4 davon werden eliminiert. Und es ist wirklich so, es haben sich wirklich Allianzen gebildet. Ich denke, es wird nie schlimmer und dann kommen sie um die Ecke und sagen so, doch, wir sind wie auf dem türkischen Basar hier. Es geht wirklich. Die Handys will ich nachher wieder haben, ihr gierigen Langfinger. Ich liebe es einfach, was er sagt. Ich weiß auch nicht. Also, es ist einfach so lustig. Bin ich dir 100% oder nicht? Matthias, ja. Aber warum? Oder weil ich in dem persönlich gut bin. Genauso wie Christine nämlich. Ich werde da jetzt nicht in den Rücken fallen. Diego ist so ein Ehrenmann, ne? Muss ich sagen. Also klar, mit dem Fremdgehen und so ist nicht cool. Aber wenn es um Loyalität, glaube ich, geht, so mit Freunden oder mit Leuten, da sagt er auch so, ich möchte keine Allianz bilden. Ich bin mit Marius gut, Basta, dem werde ich helfen und auch Christina. Ich bin aktuell in 3 Allianzen drinnen, was echt strategisch sehr geil sein kann. Es kann sehr geil sein, aber das bringt auch sehr, sehr viele Probleme mit sich. Also ich weiß gar nicht, wie sie dir da vertrauen. Dann wollen die auch, liebe Julia, dass du deine Strategie offenlegst. Sie hat bestimmt mit meiner Stimme gerechnet, aber um Gottes Willen, ich habe der Christina überhaupt nichts versprochen. Ja, Christina hat wirklich darauf gewartet, dass Paco und Serkan sie safen. Gleich werden wir sehen, wie sie ausrastet. Janine oder Christine, also Christina, für wen ist es bei euch? Dann wir müssen aber auch wissen, ob Janine dann für uns was tun würde, wenn es so wäre, weißt du? Ich sag ja, wie auf dem türkischen Basar, hier wird so richtig gehandelt. Wenn du sie wählst, dann muss sie auch später mich wählen oder zu uns zugunsten. Also ich weiß nicht, ob so 50 das damit richtig gemacht hat, aber es gibt ordentlich Zoff und Beef. Und es wird immer schlimmer. Und es gibt eine Julia, die hat schon wirklich so eine Art an sich, die Leute zu manipulieren, zu bescheißen und ins Gesicht zu lügen. Geht sie einfach über Leichen. Spricht er gerade von sich? Oder? Hat er da was verwechselt? Ich beobachte, was die anderen machen. Denn diese Jungs halten nicht alle zusammen. Dummer Fehler. Und wir spielen ja hier Strategie. Und sie ist ja auf der Seite von den Frauen, ne? Sie will die Frauen safen.
Aber eine Paulina zum Beispiel wird ihr in den Rücken fallen. Ey, Christina, die geht sich auf Safe-Bond aus, die kommt zurück. Ich will nicht hier sitzen. Ja, ey, wirklich. Die geht echt safe davon aus, Christina, dass sie halt weiterkommt. So, jetzt schauen wir uns mal an, wer alles rausfliegt. Nico, pack deine Sachen und geh zurück ins Auenland. So, lieber Legolas auf Wish bestellt. Zurück nach Auenland. Aber krass ist es, er war auf der Gewinnerseite. Cecilia hat den Joker eingesetzt und der musste dann auf die Verliererseite und wurde nicht mal gesaved hier. Zwei Stimmen kassiert hat und damit raus ist Spielerin Christina. Zwei Stimmen. Und sie ist fix und fertig, ne? Nur zwei Stimmen. Das ist schon krass. Und sie hat echt gehofft, dass sie gesaved wird. Ene, mene, Maus, wer ist hier als nächstes raus? Nur einer von euch konnte die Laienjury überzeugen. Oh Gott, wie süß ist das bitte? Der weint richtig, der Tobias. Ist so richtig sentimental. Mit deftigen 14 Stimmen gerettet wurde Spielerin Paulina. Krass. Ja, dann Tommy, ne? Weil sie ja den Frauen zeigt, so, ich bin auf eurer Seite, aber hinter rückspielt, ne? So ein bisschen wie Serkan. Wow. Also, da sieht man mal, wie die spielen, ne? Also, die wahren Gesichter werden hier gezeigt. Die Masken fallen. Du hast gesagt, deine Stimme geht da im rein. Im Rennen, bei mir im Rennen. Eben. Und ich hast muss es aber wissen. Aber bei allen im Rennen wenn ist, ich aber dann sage, Janine Pim, du hast doch gesehen, dass ich Matthias nicht ausgewählt habe. Dass sie hier im Schloss dann erzählt, ach, übrigens Matthias, Serkan, dein guter Freund, der hat nichts für dich getan. Und dann wäre nämlich hier die Hölle los gewesen. Serkan sieht einen Konkurrenten in Julia Siegel, weswegen er sie auch angreift, weil Julia nicht gezeigt hat, wen sie gesaved hat und wen nicht. Und ich finde, bei solchen Spielen würde ich auch meine Strategie nicht zeigen wollen, gerade nicht bei einem Serkan. Und sie weiß bei Serkan, woran sie ist. Und Serkan passt es halt nicht. Er denkt, er kann halt jeden manipulieren und jeder steht unter ihm. Aber bei Julia Siegel halt nicht. Also jeder spielt hier sein eigenes Spiel, aber ich finde Serkan ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Weil das dein Arsch wurde durch ihn gerettet. Weil er sich für dich eingesetzt hat und du wolltest am Anfang Yasin auch nicht wählen. Das ist totaler Schmarrn, was du gerade sagst. Nein, du hättest ihn heute auch fast verkauft. Und ich hab's dir gesagt. Wie nicht ich eine Sekunde hätte ich den Yasin verkauft. Krass, wie er alles offenlegt und versucht halt auch Yasin zu manipulieren. Und bei Yasin hat er das schon zum Teil geschafft, ihn zu manipulieren. Also Serkan ist also mit dem möchte man nicht irgendwie befreundet sein, weil der wird dir ein Messer in den Rücken rammen, ne? Wenn der im Spiel nicht gewinnt. Julia, du bist eine Linke, du bist link, mehr bist du nicht. Sagte der, der den Menschen ins Gesicht lacht und später dann das Messer in den Rücken rammt. Wow. Ihr seid so putzige Menschen, du gehst mir aus dem Weg. Von dir hätte ich das niemals erwartet. Von dir auch nicht. Du auch nicht. Von dir auch nicht. Du auch nicht. So, darüber haben wir ziemlich lange geredet. Ich habe zwei Videos dazu gemacht. Das könnt ihr euch natürlich gerne angucken. Diese Art geht natürlich überhaupt nicht. Wenn du bei einem Spiel teilnimmst und verlierst, musst du das sportlich aufnehmen, liebe Christina. Und dieser Schubser oder dieser Faustschlag geht überhaupt nicht. Du musst einfach deinen emotionalen Ausraster in den Griff kriegen, sonst weiß ich auch nicht. Also man sollte sich auf jeden Fall Hilfe nehmen. Ja, ich hatte euch alle in meinem Herzen, aber dass ihr mich so hintergeht, Alter, hätte ich nicht erwartet. Ist okay, wenn ich rausfliege. Naja, es ist irgendwie nicht okay, dass du rausfliegst, weil du damit überhaupt nicht klarkommst. Aber was ich krass finde, steht unten Hobby im TV verarscht zu werden. Das ist aber auch fies, ne, meine Lieben? Du bist hinterfotzig. Ich hätte es von dir nicht erwartet, du Missgeburt. Wer bist du? Ich weiß ganz genau, dass es nicht so ist. Doch, du hast mich hintergangen, Alter. Du hast mich hintergangen. Nein, weißt du selber. Max tut es auch extrem leid, aber so wird halt gespielt, wenn die halt sehen, dass bestimmte Personen nicht gewählt werden. Ja, dann bringt es halt nicht, sie zu safen, aber es ist schlussendlich ein Spiel. Ich verstehe nicht, wieso sie hier wirklich krass emotional ausartet. Wenn du damit nicht klarkommst, dann solltest du bei solchen Spielen nicht mitmachen oder in solchen Formaten nicht mitmachen. Dann brauchen die auch nicht sagen, Entschuldigung, kannst du deinen Hurensohn Arsch stecken.
kannst das fett in deinen Hintern packen, aber sowas von deinen Arsch stecken. Ich will gar nicht wissen, wie sie überhaupt privat redet, wenn sie im Fernsehen sich so dermaßen daneben benimmt. Und unten steht Wortschöpferin 2024. Kann ich das sagen? Ey, darf ich dir eins... Ja, lass mich dir eins sagen, okay? Das ist doch keine Entscheidung als Mensch gegen dich, verstehst du? Und Serkan will sich halt nochmal entschuldigen bei Christina oder sich verabschieden, nicht entschuldigen, sondern es heißt ja nicht, dass man den Menschen irgendwie scheiße findet, sondern es geht um das Spiel. Aber Christina scheint das nicht verstanden zu haben. Theresa ist cool, die tanzt, sie ist bunt. Und Cosimo geht so richtig ab und bumst einfach mal den Fußboden einmal durch. Ja, Julia spielt den falschen Spiel. Also die manipuliert die Leute. Wenn man am Handy rumtippt. Du kapierst einfach gar nichts, ne? Und Diogo ist auch genervt von Julia Siegel. Aber ich finde, man sollte mal ein bisschen auf Serkan gucken. So wie er spielt, ist es auch nicht korrekt. Ey, Julia Siegel ist eine Taktikerin. Durch und durch. Strippenzieherin, die weiß schon, wie sie weit kommt. Ja, sie weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft, finde ich auch super. Und sie ist ein guter Gegner, wenn man sich mal so Serkan anguckt. Nein, wenn ich jetzt zeige, dann ist es so pervers, so, weißt du? Für mich, ich hatte mir gut getan. Wo hast du hingespritzt? Auf meinen Bauch. Und dann mit Decke so gemacht. Mit Decke? Ja, ja. Igitt, wie eklig ist das bitte? Der hat sich einen gescheppert in der Nacht und hat es mit der Decke weggemacht. Oh mein Gott. Muss das sein? Was soll das? Ich manipuliere nicht die Leute. Julia Siegel, glaube ich, hat sich das in den letzten paar Stunden echt ein bisschen selbst vergeigt hier. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das Dani jetzt macht und mit dem Serkan dicke ist, weil ich finde, wie Serkan Yavuz hat auch Julia Siegel ihre Strategien und Taktiken. Nur Julia Siegel hat das nicht so professionell gemacht wie der Serkan. Deswegen ist sie halt aufgeflogen. Warum versuchst du mich bei Jenny so schlecht zu machen? Ich habe nicht über dich charakterlich schlecht gesprochen. Ich habe gesagt, du bist ein Rumficker, ein Rumbumser und ein Säufer. Punkt. Das ist alles. Aber wenn du jetzt mit jemandem befreundet bist, ich meine, okay, du bist mit Jenny gut befreundet, dann kannst du doch nicht zu Jenny laufen und über den Yassin herziehen, weil ich meine, du bist ja auch mit dem Yassin gut befreundet. Das verstehe ich nicht. Das macht man doch gar nicht. Also gönn den Leuten das doch, wenn die das... Ich meine, Jenny ist alt genug. Und wieder hat sie gesagt, ihr lügt. Tommy und du, ihr würdet lügen. Was denn? Hat sie zu Yassin gesagt, Tommy und du, ihr würdet lügen. Ich blick da nicht mal durch. Also ich glaube, für den Sieg machen die irgendwie alles, ne? Die manipulieren sich gegenseitig, rammen sich Messer in den Rücken. Am besten einfach dich raushalten von diesen ganzen Allianzen und deine eigene Strategie fahren. Der Tommy sagt, du bist safe, du hast 12 Stimmen. Die Cecilia nimmt dich und noch andere. Die sagen, du bist safe. Deswegen habe ich meine Stimme nicht dir gegeben, sondern Mädels. Also das, was natürlich Serkan offengelegt hat, versucht jetzt die Julia Siegel ja gerade zu biegen. Sie versucht, sich zu rechtfertigen bei Yassin. Schon aus dem Grund würde ich nicht meine Strategie offenlegen. Also ich würde mein Spiel spielen und ich hätte das auch, weiß ich nicht, als Regel gesetzt, dass jeder über seine Entscheidungen nicht reden darf. Angeblich hat der Tommy zu einer Frau hier gesagt, dass er dich nicht mehr wählen würde. Da wusste ich, sie lügt. Krass, okay. Also hat Serkan wirklich gut manipuliert und ja, Julia hat jetzt irgendwie die Arschkarte natürlich gezogen. Sie hat natürlich auch zum Teil ein falsches Spiel gespielt, weil sie ja überall ist und mit jedem versucht klarzukommen. Aber das klappt nicht. Und Serkan sieht sie als Konkurrenz, deswegen versucht er sie so gut wie möglich rauszuhauen. Ihr könnt euren Jackpot heute um 10.000 Euro erhöhen. Und das brauchen die jetzt wirklich. Ich bin wie ein Fuchs, aber dafür ein guter Fuchs. Ich beiße nicht. Er ist der Elefant unter den Füchsen. Jetzt warte mal. Guck mal, komm. So viele Leute hier, was willst du von mir? Also er hat versucht, irgendwie sich zu verstecken, dass der Fuchs ihn nicht findet zum nächsten Spiel. Aber es war jetzt nicht so erfolgreich. Oh nein, was? Nein, komm, ey. Wenn man in diesem Raum ist, man fühlt einfach so diesen Druck.
Er fühlt sich natürlich jetzt unter Druck gesetzt, aber wir wissen ja, Cosimo kann sehr, sehr gut Druck entladen, hat er eben gerade erzählt mit der Bettdecke. Ja, meine Lieben, wie fandet ihr Folge 5 und 6? Klar, die Sache mit Christina haben wir ja einzeln behandelt. Zwei Videos habe ich dazu gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken in meinem Kanal. Werde ich auch nochmal unten verlinken. Und ja, ich finde echt ganz, ganz schlimm, wie Serkan hier wieder versucht zu manipulieren. Und dadurch, dass er halt ein Problem mit Julia hat, versucht er sie schlecht zu machen, sie zu exposen. Sie war halt nicht so professionell wie Serkan. Aber ich bin gespannt, was das Ganze noch bietet und wie es weitergeht, meine Lieben. Falls ihr natürlich noch vom Kanal seid, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben durch Kommentare. Und falls ihr natürlich The 50 euch anschauen möchtet, könnt ihr streamen bei Amazon. Einfach abonnieren. Es gibt auch tolle Filme dort und auch Serien und mittlerweile auch Reality-Formate. Ihr könnt mir gerne über Insta folgen und auf TikTok. Ich danke euch.